So, ohne großartiges Gelaber, es geht weiter mit Stardew Valley. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir ja ein bisschen geangelt, haben einen Auftrag von Willi abgeschlossen und ein paar nette Informationen durchgelesen und so weiter und so fort. Und das Feld auf meinem Hof haben wir ebenfalls vergrößert. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück, ne? Okay, da kommen die ganzen Fischsachen rein und Muscheln und der ganze Quark. Nee, das Eis haben wir noch nicht. Aber jetzt. Dann checken wir noch mal kurz den Plan in der vom Gemeinschaftszentrum ab. Okay, wir brauchen noch so eine Puppe, eine alte Puppe oder Kekse. Haben wir nicht noch Kekse? Nee. Blöderweise nicht. Aber wir haben das Bündel klebrig. Da brauchen wir 500 von diesen Harz. Ganz schön eine Menge. So. Dann würde ich sagen... Dann speichern wir erstmal hier den Fortschritt. Nächster Tag. Was sagt der Wetterbericht? Wieder sonnig. Was sagt Königin der Soßen? Gebackener Fisch. Und ein neues Rezept gelernt. Sehr schön. wieso schmeiße ich jetzt hier die Angel raus? Bin ich doof? So. Zack, da, 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 hier und da. Ach, Blaubeeren haben wir ja schon. Sehe ich gerade. Das da drüben sind... das hier sind ja auch Blaubeeren, wo ich gerade gieße. So. Dann würde ich mal sagen, wir schmeißen schon mal die nächsten Sachen in die Bündel des Gemeinschaftszentrums rein. Oder warten wir noch, bis die Sommersachen fertig sind? Ich denke mal, das wäre sogar am besten. So. Da ja jetzt Sonntag ist, können wir wieder einige Leute beschenken. Dabei. So. Dann packen wir mal die Gießkanne wieder weg. Ein Topaz nehme ich mit und ein Amethyst. Und ich muss mal kurz gucken. Was brauchen wir eigentlich für Sommer? Was sind das Gedöns? Nutzpflanzen, Sommer. Tomaten, Blaubeeren und Melonen brauchen wir. Haben wir eigentlich schon Tomaten gepflanzt? Weiß ich jetzt nämlich auch gerade nicht so genau. Naja, gut. Dann schauen wir mal einfach mal uns ein bisschen um.
Ein neuer Auftrag. Aber wer hat Geburtstag? Hallo? Ah. Schleimjäger. Zum Erlegen von 6 Frostgelees. In den gefrorenen Tiefen der Minen. Geil, 510 Gold. Den nehmen wir doch an. Das ist doch richtig gut. So, mal schauen, was ist hier los? Na, Abigail ist in ihr Zimmer. Schade. Ja, gehen wir zu Emily. Oh, Entschuldigung. Oh, das war aber knapp. Emily! Wo bist du? Oh, da bist du ja. Wenn du meiner Schwester einen geschmacklosen Streich spielen willst, dann gib ihr doch einen Stein. Sie wird dir das aber vielleicht nicht verzeihen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Warum? Das ist doch kein Streich, Sam. Hast du... Ah, dieses Geschenk ist fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Ja, und schon haben wir das vierte Herz bei ihr bekommen. So, Emily. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so ein merkwürdiges Zeug wie Quinoa, oder wie das heißt. Ja, du bist auch nicht mit irgendwas glücklich, ne? Was ist jetzt los? Oh, ein weiterer wunderschöner Tag in Pelikan. Meine Freunde. Oh. Oh nein, du armes Ding. Nein, dein Flügel ist gebrochen. Oh, du bist ein wenig anders als der Rest, nicht? Genau wie ich. Ja, naja. Aber keine Angst. Ich pflege dich wieder gesund, Kleiner. Alles wird gut. Emily nahm den verletzten Papagei mit sich nach Hause und bandagierte den Flügel. Es ist jetzt in ihrem Zimmer. Als Zeichen ihres Respekts gab sie dem Vogel keinen Namen. Okay. Keinen Namen. Okay. Na ja, dann. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal ein bisschen auf Schleimjagd, ne? Ach ja, den Topaz. Moment. Ich hab ihr den Amethyst gegeben. Blöd. Ich hab ihr blöderweise den Amethyst gegeben. Das ist jetzt richtig scheiße. Naja, wir müssen sowieso nochmal zum Hof zurück. Ich brauche ja noch die Werkzeuge. Ja, damit. Einmal Brot. Die Angel lasse ich hier. Die Pickel geht mit. Ja, eigentlich nur das, ne? Jo. Ab dafür. Achso, Moment. Nochmal zurück. Fällt mir auch gerade ein.
Ich habe da nämlich noch so ein Gericht hier drin, nämlich die Preiselbeersoße. Die könnte hilfreich sein in der Mine. So, ich hoffe mal, dass Abigail aus ihr Zimmer rausgekommen ist. Die unterhält sich mit ihrer Mutter. Na ja, dann gehen wir in die Mine. Na, jetzt echt keine Lust darauf zu warten, bis sie endlich mal ansprechbar ist. Der Auftrag, der drängt ein bisschen. Das Geld ist mir da ehrlich gesagt ziemlich wichtig. Gerade jetzt. Zahlt gute Kohle. So. Mal einmal kurz das Brot verspachteln. Und wenn wir in der Mine sind, diese Preiselbeersoße. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ah ja, 45. Okay. Dann legen wir mal los. Hier ist ein bisschen Eisen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ein besseres Schwert wird benötigt. Ja, 6 von diesen Viechern sollen wir killen. Au, nein! So, das war Nummer 1. Jetzt kommt hier so ein scheiß Fledermaus-Ansturm, Alter. Kein Bock. Oh ja. Perfekt. Hier so ein bisschen Quarz. Nochmal Eisen. Hier ist richtig viel Eisen. Das nehmen wir mal alles schön mit. Ein paar Höhlenkarotten. Ein kleiner Snack für zwischendurch und eine Leiter. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Hat sich gelohnt. Perfekt. Mal die Preiselbeersoße schon mal verdrücken hier. Yeah. So, hier sind richtig viele Slimes. Nummer 2. War doch schon, glaube ich. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Es waren schon 3. Hier ist ja noch mehr. Nice. Nee, kannst du knicken. Du wirst mich nicht voll slime, du Sau. Jo. Bekommen wir einfach mal die Winterwurzel. Nice. Hier sind wieder diese komischen kleinen Viecher hier. Die natürlich auch Kohle erstmal ausscheißen. Oh, hier ist sogar gleich mal Topaz, Alter. Cool. Haben wir einen guten Tag erwischt, oder was? So, dich drücke ich mal erstmal schön gegen die Wand. Keine Leitern? Hier. Oh, das Gebiet ist verseucht mit Slimes. Oh nein! Ja, ich werde hier die ganze Zeit voll. Hallo, lass mich jetzt in Ruhe! Ich werde schon wieder voll gerotzt. Alter, dann geht mir noch so eine verdammte Fledermaus noch auf die Nerven.
Ich krieg die Krise. Boah, ist das ätzend. Aber die scheißen aber ganz schön viele Steine aus, muss ich sagen. Die Slimes hier. Es sind aber auch ganz schön viele Gegner hier. Au. Echt ein stärkeres Schwert, Alter. Die Viecher, die schlucken ja hier alles, ey. Nice. Platz im Inventar haben wir noch. Eine stärkere Waffe gewünscht, stärkere Waffe bekommen. Ach, wow. Die ist so... Also stark ist was anderes. Die ist schwächer als das Waldschwert. Gut, wo müssen wir den Auftrag abgeben? Louis. Dann auf zur Bar. Werden wir ihn noch erwischen. Obwohl es ja jetzt gerade mal erst 20 Uhr. Linus hat sich erstmal hinter den Busch gedrückt, weil er da unbedingt mal kurz hinpullern will. Was ist jetzt los? Warum stehe ich da drüben? Oh, Linus. Oh, diese widerlichen Waschbären sind schon wieder unterwegs. Diese vermaledeiten Drecksviecher. Oh, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Könntest du mal einen alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Danke, und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie wieder zurückkommen. Ja, ich war's. Tut mir leid. Ich habe eine Menge frisches Essen, frisches, noch warmes Essen in diesen Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet wären, wenn ich sie nicht nehme. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal. Das hier ist George privates Eigentum. Nein, aber du solltest aufhören, solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen zu schmarotzen. Ja, also, ich sag mal ganz ehrlich, es gibt wirklich Menschen, also, die halt sehr viel Essen entsorgen und, also halt mehr verbrauchen als das, was man ja eigentlich braucht, ne? Und es gibt da Leute, die dann da so ein bisschen hungern müssen, ey. Das ist schon krass. Ich sage auf jeden Fall, nein, es wäre eine Schande. Danke, Bansola. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich gut bei dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Das ist auch wieder richtig. Solange du niemanden damit verletzt, ist alles gut. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche, ich werde nicht mehr in Georges Tonne rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären ein für alle Mal verscheucht hast. Dass der mich mit einem Waschbären vergleicht. Krass. Warte. Hm.
Ich weiß, was du getan hast, Linus. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Ach, und ich muss immer raushauen, wenn ich pleite bin, oder was? Oder trotz, dass ich pleite bin. Ah, hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tunke sie auf jeden Fall in meine würzige Marinara-Soße. Komm schon, nimm ihn. Aber schön gesagt, dass niemand hungern muss. In dieser Stadt. Naja, außer ich. Ich darf trotz, dass ich pleite bin, zahlen. Nice. Jetzt bin ich dran. Hat er noch was übrig gelassen? Louis! Ah, der ist schon wieder weg, dieser Hornochs. Ich kann natürlich den Auftrag nicht abgeben, wenn er nicht da ist. Gucken wir mal in Gemeinschaftszentrum, ob er da noch steckt. Ach nee, da ist er ja noch gar nicht, stimmt. Erst wenn das Ding fertig ist. Ja, blöd, ne? Aber wir haben noch 2 Tage Zeit. Naja, gehen wir erstmal wieder zurück nach Hause. Ich werde auf jeden Fall diese Folge ein bisschen kürzer halten. Die letzte war ja schon recht lang. So, warte mal. Diese Winterwurzel, die muss auch da reingeschmissen werden. Haben wir schon. Topaz. Also ein Edelstein brauchen wir noch, ganz dringend. So. Ach ja, stimmt. Das hier kann mal hier reingeschmissen werden. So, und das geht hier rein. Das geht da rein und das Säbel oder das Schwert auch. So, dann würde ich mal sagen, wir speichern mal eben ab. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit dem 8. Sommertag. Und dann würde ich sagen, bis hierhin, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich freuen, genauso wie ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Sowie die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge zu Stardew Valley oder von meinen anderen Projekten am Start sind. Das hat sich jetzt gerade richtig scheiße angehört. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, sage ich mal. Also, ihr wisst, was ich meine. Glocke aktivieren, wenn neue Videos von mir am Start sind. Ja. Ja, und des Weiteren, schaut auf jeden Fall nochmal bei meinem Kanal vorbei, da findet ihr noch weitere Projekte, aktuelle Projekte laufen gerade recht viele auf meinem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao mit au!